Okay, Krach. Mal gucken, wo der überhaupt hin will. Es stimmt also. Weil man kann ja schlecht bei der komischen Verhandlung mitmachen, wenn man nicht weiß, wo verhandelt wird, ne? Ist das hier Krach? Schneller. Jetzt ist er weg. Toll. Hat mich abgehängt, der Kerl. Beweg dich. Vielleicht die andere Abzweigung. Oha, Plätze. Gut. Gerald, wie wär's, wenn du mal weiterläufst? Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mume. Ich hab ein bisschen was gegen Mume. Mumen. Seitdem diese komischen da Scheiße gebaut haben. Ja, gut. Die Thronfolge der Skellige klären. In der Quest steht wahrscheinlich auch nichts, ne? Nö. Nirgends auf der bla bla bla. Hilfheimer, Ceres. Ja, gut. Dann leck mich doch. Irgendwie hier was machen? Mal. Ach nee, ich würde jetzt ja gerne zu den Nebelinseln. Aber wenn ich nicht erst die Freunde hier finde, bringt mir das mit den Nebelinseln gar nichts, weil dann habe ich einfach 3 Freunde weniger oder so. Was, nennen wir es, leicht dämlich wäre. Schatzsuche. Wir wollen noch eine Rüstung. Greifen, ne, nicht Verbesserung. Katzenschule überhaupt mal wäre ganz gut. Weil da haben wir noch gar nichts von. Oder so gut wie nichts. Ist hier die Truhe, oder? Ja, da ist die Truhe. Aber nein, ich gehe erst zu der Rüstung und hol die. Rüstung herstellen kann ich später. Ich muss, wo muss ich hin? Nach Novigrad. Und wo muss ich jetzt hin? Da, scheinbar. So, ja, scheinbar da, einfach in dem Turm, ne? Ist ja nicht so schwierig. Hallo? Ja, ein bisschen Gerümpel. Vor dem Turm. Hier? Unterm Turm. Ah, nicht da runterfallen, Geralt. Wieder an der Seite lang, ja. Klettern. Ach komm, scheißegal. Ich sehe nichts. Okay. Nix. Da. Und wieder hoch. Noch eine Etage höher, ne? Ja, genau. So, Geralt, kann die Fackel auch wieder einpacken? Ich muss irgendwie da hinten hin. Was habe ich denn jetzt eigentlich alles gekriegt? Ein paar Waffen. Hemden. Nein, die andere macht viel mehr Leben. Angriffskraft, Adrenalin. Toll. Das mit der 600 Vitalität ist so unschlagbar von der Rüstung, dass man die gar nicht hergeben will.
Habe ich nicht eben irgendein Buch gefunden? Nee. Bärenfelle, toll. Na, oh, noch ein bisschen Gerümpel. Okay. Wo ist denn der Punkt, wo ich hin muss? Genau. Weit weg. Viel heißen, wir reisen. Art ist, glaube ich, ganz gut gegen die. Hallo Jungs, komm mal her. Das ist nicht dein Tag. Gut, die anderen wollten nicht. Okay, tschüss. So, da ganz oben. Hier ist der nächste Reisepunkt, also ab dahin. So. Ah, Gewinnkarten kannst du von Händlern gewinnen, ja, das ist mir schon bewusst. Da lang. Dieser Nathaniel war immer merkwürdig. Hab ihm nie getraut. Zu Recht, wie sie sagen. Nathaniel? Wer ist das? Hexer, hilf einer Frau in Not. Ja, was willst du? Wo ist das Problem? In meinem Haus, darin spukt's. Es heult, rasselt mit Ketten, Teller zerbersten. Ich habe Angst, dort zu sein. Kannst du nachsehen, welche Art Phantom das ist? Ich will auch nicht knausern. Ja, können wir ja mal auf den Weg machen. Nach einem Wicht oder einem Wettermacher. Gut, ich kümmere mich drum. Ich danke dir vielmals. Komm mit mir. Ich zeig dir den Weg. Ja, dann geh vor. Ewiges Feuer. Warum ich? Was war das denn? Nicht reingelegt zu werden. Reingelegt? Ich sagte, bei mir spukt es. Ich konnte nicht wissen, dass es Jäger sind. Mhm. Nur wussten die Jäger genau, auf wen sie warten. Das riecht mir nach einer Falle. Gut, vielleicht bin ich nicht ganz ehrlich gewesen. Vor allem kann ich dich nicht mit Gold belohnen. Aber das heißt nicht, dass du mit leeren Händen gehen musst. Was? Hier, ein Schlüssel zu einem Schatz. Es sind insgesamt 3. Folge den Jägern, um die anderen beiden zu finden. Ich muss jetzt fliehen. Na toll. Gut. Ich habe doch gerade irgendeinen Zettel von dem einen Jäger eingesackt. Was standen da drauf? Befehle. Gesucht. 3 Banditen im Besitz magischer Schmuggelware. Die Objekte sind gefährlich, verboten und müssen unverzüglich zerstört werden. Lucizia, auch bekannt als der Fuchs, versteckt sich. Bla, Tempelinsel. Schiefenhauses. Okay, die Banditen müssen verhaftet oder an Ort getötet werden, Widerstand zu leisten, bla. Okay. Ich würde. Achso, und da ist gar nicht die Tür. Ordnung muss sein! Ja, Ordnung muss auf jeden Fall sein. Aber nicht das, was die Hexenjäger als Ordnung betrachten. Das muss gar nicht sein. Also, sie können gerne irgendwelche. Die können. Du bist eine Brutstätte der Hexerei, Idiot. Die Hexenjäger können von mir aus gerne. Wie viel auch Platz. Können von gerne. Alle Sünder werden im ewigen Feuer brennen. Die können von mir aus gerne irgendwelche Monster abmurksen. Das juckt mich nicht die Bohne. Aber doch nicht irgendwelche Menschen die ganze Zeit. Also wenn die Magier anfangen mit Menschen zu experimentieren und irgendwelche Scheiße Wunderbar. Machen, dann kannst du die von mir aus auch umlegen. Aber nicht einfach so, oh, irgendein Magier, wir bringen den jetzt einfach erstmal um. Das ist wie bei den Nazis im Dritten Reich halt. Auch irgendwer, nur weil er irgendwas ist, töten. Ist doch dumm. Bescheuert ist.
seinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ach, er hat ja auch nichts zu melden, scheinbar. Alter, wo muss ich denn hin? Nur dieses Stück blöde Rüstung. Höhle. Scheiß dunkle Höhle. So. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Keira mir gegeben hat? In deiner Hosentasche. Dumm die Dumm. Oh, wir haben Monster. Quen. Hallo! Was bist du denn für einer? Die Golems waren ja auch schon mal stärker. Pilze. Hier muss ich zwar bestimmt nicht lang, aber sich umgucken schadet ja immer nicht. Ja, gut. Wie wär's mit da hoch? Jo, wo sind wir denn jetzt gelandet? Forschungsnotizen. Hebel. Ich speichere mal kurz und lese die Forschungsnotizen. Nicht, dass mir jetzt hier noch irgendwelcher Mist passiert. Matteo, gemäß der Anweisung unseres Leiters haben wir eine Reihe von am Erdgut der Wesen durchgeführt, die allgemein als Ertrunken bekannt sind. Ah ja, okay. Okay, nach 24 Stunden ist das Viech abgekratzt. Ich will trotzdem irgendwie, habe ich ein bisschen Schiss davor, dass die hier irgendwelche miese Scheiße erfunden haben. Hallo Viech. Hä? Was bist du denn? Noch eine Erscheinung. Geheimes Rezept. Was ist das jetzt schon wieder? Bla bla. Welcher komischer Kram. Ich ziehe jetzt mal nicht an den anderen Hebeln. Ich habe keinen Bock auf noch mehr Erscheinungen. Ciao. Man sieht sich. Hoffentlich nicht. So, Geralt, wie wär's, wir holen jetzt die richtige Ausrüstung. Dafür müssen wir nur da lang. Den offensichtlichen Weg. Die große Treppe hoch. Wie sowas ja immer ist. Kompliziert wird es erst, wenn man dann da durch ist. Hallo? Schlüssel benötigt. Wie Schlüssel? Wo Schlüssel? Hier ist nichts Schlüssel. Hallo? Okay, Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ups. Aufnehmen. Ja. Ausmachen, anmachen. Noch eine Katze saufen.
Ja, aber wo soll hier denn bitte der Schlüssel sein? Kann man hier diese Kohlebecken anzünden? Das wäre ja ganz praktisch schon mal. Ja, kann man. So. Aber wo soll der jetzt der scheiß Schlüssel sein? Hallo? Blöd. Ein bisschen gerade. Hier ist es ja auf gar keinen Fall. Wahrscheinlich muss man doch da hinten irgendwie lang. Oder habe ich hier irgendeinen Trank? Rotes, blaues. Mal an dem Hebel ziehen. Die Statue hat sich gedreht, wenn ich jetzt nochmal dran ziehe. Aha, okay. Okay, hier kann man nicht lang, warum auch immer. Da liegt was. Ach so, das ist die... Gerald, wieso sagst du dazu nichts? Das nervt mich ein bisschen. Was ist das? Die Matsche von dem Ertrunkenen, die die hier rumgebastelt haben? Pff, keine Ahnung, was machen die Dinger hier? Okay, welcher Zettel war das? Haftbefehl. Forschungsnotizen. Die allgemein ertrunken sind Kugelfischgift. Alle Exemplare der Studie sind in ein Koma gefallen. Ja, schön. Da ich etwas Zeit zwischen den Behandlungen habe, die ich diese entstehenden Ertrunkenen verabreichen muss, schreibe ich euch, wie versprochen, nach Rezept eines berühmten scharfen Huhnkürbis-Eintopfs auf. Kürbis, Hühnerschenkel oder Brot, wenn es nicht anderes geht. Kokosmilch schwer zu bekommen, aber gibt ein Schiff des Importhändlers bla
gestreifte Pferde. Zebras also. Ja, und was ist das hier jetzt? Also hier gibt's ein X. Toll. Ach, hier ist irgendwas. Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Toll. Aber... Naja, nach unten gucken die und hier alle. Vielleicht müssen die alle in die Mitte des Raums gucken. Nochmal drehen. So, er guckt in die Mitte. Er nicht. Nochmal. Nochmal. So, er guckt auch in die Mitte. Er guckt nicht in die Mitte. Guckst auch nicht in die Mitte. So. Du guckst auch nicht in die Mitte. So, jetzt schon. Hier ist ein Loch. Du guckst auch nicht in die Mitte. Ui. Ich bin gar nicht so schlecht. Aber will ich da rein? Ach, da kann man lang. Das ist doch schön. Nee, kann man doch nicht. Laborschlüssel. Ja, lasst mich mal in Ruhe, ihr Mistviecher. Tschüss, scheiß Ertrunkener. Ah, gut. Schön mit Rätseln. Sherlock, Geralt. Okay, ne. Mastermind, Rätsel, Genie, Geralt. Dumm. Jetzt aber hopp, hier rüber und dahin gesprintet. Wie wär's mit Sprinten, Geralt? Achso, das ist schon dieses Joggen. Hm, toll. Tür auf. Nochmal kurz gespeichert. Ein paar Pilze mitgenommen. Da sitzt wer? Nicht gut, nicht böse, nur Schmerz. Verrückter Kailan? Wer bist du denn, Junge? Es ist noch nicht zu Ende. Ach, das ist ein Hexer. Zack. Das Blut breitet sich ja lustig aus. Das sah ja jetzt mal spaced aus. Aber wieso ist dieser Hexer so psychomäßig abgegangen? Was hat der denn an der Waffel gehabt, ey?
Gnomengedöns. Okay, das da kann ich nicht mitnehmen, weil ich irgendwie nicht dran komme. Tja, dann tschüss. Oh, es fehlt noch was? Hexerschulen ausrüstungsmäßig? Aber was denn? Tag 1, zum Glück hat der Teleport und Rex in mein Labor gewartet. Es ist gut zu Hause zu sein, diese leckere Nussschale. Achso, irgendein Boot. Okay, habe ich alles schon scheinbar. Und ich habe ja eben ein Schwert gefunden, das hier. Okay. Lies Adrins Tagebuch. Kein Tagebuch? Kein Tagebuch. Gerümpel. Da. Okay, Tagebuch gelesen. Durchsuche den. Wo ist das denn? Hallo? Da hinten. Schön. Gar nicht weit weg. Okay, raus aus der Höhle. Aus der Hütte hier. Hopp. Irgendwo da lang. Meine Schwalbe ist schon wieder vorbei. Meine Katze. Weißer Honig, Katze. Dabei ist das schon die verbesserte Version. Dumm die dumm die dumm. Ah, super, hätte ich jetzt auch ohne machen können. Ist hier irgendwo ein Boot? Ne. Also muss ich auch hier hinten irgendwo hin. Okay, einmal den Berg hoch. Da hinten ist ein Leuchtturm. Da will ich hin. Ungefähr. In die Richtung irgendwie, auf jeden Fall. Hallo, Herr Wache. Hallo. Scheiße. Herr Scheiß Hexenjäger. Der Wind heult. Ja, das tut er. Na und? Leute von Novigrad! Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Du bist die Hexe aller Übels. Die Quelle allen Übels, Idiot. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Oh. Hallo, Herr Hexenjäger, da unten ist ein Boot für mich. Nein, 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 nicht herunterrutschen. Nein, 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 das tut weh. Nein, 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 nein. Ah, okay, ich hab's doch überlebt. Das war scheiße. Boot steuern. Wie wär's mit dem Bordell heute Abend? Och nö, keine Lust, aber danke. So, ich schneide das wieder raus, weil das ist voll langweilig immer. So, da wären wir nach dieser langweiligen Bootsfahrt einmal einen Schatz einsammeln. Und nicht gegen das Schiff fahren unbedingt. So, aussteigen. Wow, wow, wow.
Was war das denn gerade? Das, ja, war cool. Ich kann fliegen. Ach, da in dem Schiff. Aber hier war doch auch ein bewachter Schatz. Den können wir doch auch gleich einsacken. Oder ist das ein bisschen stark, das Vieh? Höhen langweiliger Basilisk nur. Komm her! Wo bist denn du? Da. Hallo Vogel. Kommst du her? So, mitnehmen den Kram. War das schon der Schatz? Der Typ, der da hing? Okay. Na dann. Ab zum kaputten Schiff und den restlichen Scheiß eingesammelt. So, ist bestimmt hier unten drin. Da. Die Katzenarmbrust. Nice. Noch mehr Waffen. Aber die ist gar nicht so gut. Das hier ist dieses Immorschwert, ne? Ja, stimmt. Kälteschaden. Nein. 27. Nehmen wir das. Können wir auch noch ausrüsten vielleicht? Chance auf Taumeln. Chance auf Taumeln ist gut. Haben wir noch einfrieren oder verbrennen oder so? Chance auf Betäuben ist auch immer nett. Und verbrennen. Was mit der Rüstung? Die ist nicht so gut. Das Ding hier? Kann auch nicht mithalten. So, Katzenschülerausrüstung, check. So. Dumm, zurück zum Boot. Weil irgendwie muss man ja von dieser dummen Insel runter. Ja, tauchen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Danke. Hallo? Ja, gut. Nicht dagegen fahren, nicht dagegen fahren. Ui, perfekter Kreis. So, was jetzt? Gibt's noch mehr Schätze? Verbesserung. Einfach nur Bärenschule. Wo ist denn die? Skellige. Ja, dann auf zur Bärenschule. Wir sehen uns dann dort. So, wir sind in Skellige. Wir können uns auch gleich mal hier die Katzenschulenausrüstung herstellen lassen. Hallo, Herr Waffenschmied. Da bist du ja wieder, Weißhaar. Ja, da bin ich. Zeig mal, was du hast. Kannst du mir etwas herstellen? Was brauche ich denn dafür noch? Stufe 29. Die ist ja übelst krass. Aber der ist nicht der gute Schmied, ne? Katzenschwert. Der ist ein Scheißschwert. Scheißschmied. Kannst ja gar nichts, Kollege. Ah, warte mal doch. Du kannst mir aus dem einen Schwert... Kannst du mir etwa... Handel? Du kannst das haben. Zerlegen kannst du mir das Schwert. Dann kriege ich nämlich die ganzen Sachen da wieder raus. Dann kannst du
das haben? Ja, okay. Immer noch besser als so. Bis dann. Oh, ich hätte ihn auch mal sagen sollen, er soll meine Waffen reparieren. Ja, okay, einmal zurück. Kollege, mach mal heile. Na, bist du in- Zeig mal. Kannst du mich reparieren? Alles reparieren, yo. Handeln. Nimm das, nimm das, 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 das. Nö. Gut. Okay. Bis dann. Halt die Klappe, nerv mich nicht. Irgendwo da oben auf dem Berg. Ne, einmal. Einmal, um den Berg drumherum muss ich irgendwie. Achso, hier ist ein Loch. Pass auf, wohin du gehst. Los, los. Mach ich immer. Hust, hust. Wieso müssen alle Hexerfestungen eigentlich so eine halbe Burg sein? Und auch noch kaputt? Es gibt keine einzige Hexerfestung mehr, die noch heile ist. Hat man zumindest so das Gefühl. Och nee, ne? Und es gibt auch nur noch so wenig Hexer. Ich weiß gar nicht, wer die alle ausgelöscht hat, die Hexer. Irgendein Typ muss ja auf die Idee gekommen sein. Irgendwer mit voll viel Macht und Geld. Weil es gibt nicht einfach so einen Haufen Idioten, die anfangen, eine Hexerfestung anzugreifen. Weil, wenn du das als einzelner Thomas Söldner machst, dann bist du halt einfach tot. Also muss das schon irgendein König in die Wege geleitet haben oder irgendein super reicher Kaufmann, dass die Hexer alle abgemurkst werden. Also ein bisschen Fanatismus war bestimmt auch dabei. Aber die Kirche vielleicht? Aber dann wäre sie offen gegen Hexer und würde Geralt und alle anderen Hexer immer umbringen, wenn sie die sieht. Also die wird es auch nicht gewesen sein. Wie komme ich denn bitte dahin jetzt? Ach, da hinten ist noch ein Weg. Ach. Ich bin jetzt hier auf diesem krüppeligen Mauernweg. Ich muss da unten lang. Ey, du Kackvieh. Komm hier hin. Dummes Kackding. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein. Toll. Hopp. Ach, darüber, nicht darunter. Verdammt, bist du hässlich. Kollege, hab hier? Greifst du mich an oder pimmelst du da nur rum? Weiter. Ja, cool.
Geralt, wie wär's mit da hoch? Oh, kann ich natürlich nicht, wenn ich angegriffen werde, ne? Schlau. Das war ja so klar. So. Es ist bestimmt nicht das schlimmste Wetter, das wir sehen. Wieder im Dorf. Es regnet. Zieh deine Tunika an. Wo man gespeichert hatte. Nein, hier wollte ich nicht lang. Ich wollte da oben lang. Genau, da lang. Hier ist der Weg. Jetzt muss ich da unten auf diesen anderen Weg. Wobei gibt es hier auch so einen Weg-zu-Weg. Ach, hier ist ein... Na du, Diggerstein. Na, dummer Diggerstein. Komm hier hin. Wieso ist hier so ein auf den Weg nach da? Toll, komm hier hin. Elende Mistsirene. Nein, du willst dich nicht mit mir anlegen? Auch okay. Geralt, du dummer Idiot. Was sollte das denn werden? Okay, also. Ich muss hier so eigentlich links lang, ne? Aber links lang geht nicht. Hier jetzt links. So, und nochmal den ganzen Scheiß. Höp. Da links nicht geht. Hier lang. Kollege, was hast du denn dabei? Hast du was dabei? Hast du nichts dabei? Hier ist ein Skelett. Überlegenes Geisteröl. Schön. Spring! Wie soll ich euch denn alle umbringen? Ihr kommt doch nicht mal hier hin zu mir, oder? So, zwei Viecher weniger. Toll, da oben brauche ich die aber gar nicht.
Nein, bist du dumm. Okay, und nochmal den ganzen Käse. La 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 la. Hopp. Weiter. Sprung. Warte mal, du hattest doch Sachen dabei? Nein, du hattest Sachen dabei. So, Quinn. Hallo? So war's das? Ah, ich kann wieder normal laufen, das ist doch schön. Dann hier hoch, speichern, bevor ich nochmal irgendwie irgendwo runterrutsche, falle, plumpse. Höpp. Hallo, Geralt? Ja, genau so, das ist doch schön. Okay. Aber für die Erforschung dieser Burg sehen wir uns beim nächsten Mal.